da haben wir auch schon geschlafen. Vor Jahren. Da war unten drunter noch der Frio Palace. Weißt du, wie geil das war? Ich habe mich da hingelegt und da hatte ich Rückenmassage. Vom Bass, weil der Boden vibriert hat. Gut, ich habe auch schon mal, war das nicht in Deutschland gewesen, wo sie den Obdachlosen mit Benzin überkippt haben und angezündet, und es waren irgendwelche Jugendlichen. Also wenn ich draußen schlafe, also ich gehe nie in den Schlafsack rein. Ich nehme drunter eine Decke, also einen Karton, drunter eine Decke und den Schlafsack nehme ich höchstens als Decke oben drüber. Also ich mache niemals zu. Bis du das gleich wegschmeißen kannst, weil du drin steckst, einen Reißverschluss aufmachen oder rauskriegen kannst, vergessen. Habe ich schon immer gemacht. Das muss man sich auch aufbauen. Und vor 30 Jahren waren Frauen in der Wirtschaft keine Posten. Pass mal auf, in 20 Jahren wird, denke ich mal, die Ranking von den reichsten Menschen der Welt mehr oder weniger 50-50 sein, zwischen Frauen und Männern. Ich wollte schon mal jemanden anpissen, aber ich erwacht. Das ist halt die Sache, man kann aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Und aus jedem Elefanten eine Mücke. Das ist einfach nur, wie man das darstellt, im großen Spektrum, weil die meisten Menschen glauben ja das, was sie im Fernsehen sehen und in der Zeitung lesen. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber es stimmt manchmal nicht alles. Gestrandet. Last Exit, Mallorca.